Leute, was geht ab? Heute machen wir eine Tauch-Challenge zu fünf. Ich, Robert, der hinter der Kamera ist, Emil, der auch da hinten ist, Hallo. Und Chiara, die auch dort noch sitzen. Wir machen eine Tauch-Challenge, die erklärt euch Robert jetzt. Ja, wir haben drei so Tauchgegenstände, die tun wir immer im gleichen Abstand ins Wasser schmeißen und man muss die einzeln zurückbringen an den Beckenrand und wir stoppen die Zeit. Viel Spaß wünsche ich euch. Ich fange an. Also, auf die Plätze, fertig, los! Hast du das Gelbe verpasst, da? Das war... Ich bin hier hingeschoben, da war das Gelbe weg. Ja, das weiß ich. Das war ganz weg. Leute, ich hatte 30,59. Jetzt kommt Emil. Auf die Plätze. Fertig. Los. Das war dumm von mir, bis hin zu tauchen. Ja, verloren. Hätte ich meinen sich dort links gefunden. Emre hatte 33,53. Also noch bin ich der Führer. Okay. Auf die Plätze, fertig, los! Robert, sei so lang. Ja, schau mal, wie schnell der ist. Stopp. Oh mein Gott. 30,87. Yes. Ich hab gewonnen. Mist. Dann weiß ich, was dein Fehler war. Gewonnen noch nicht, es kommen ja noch die Mädels. Ja, warum? Ich hab zuerst einmal gedacht, du schaffst es locker um die Hälfte, weil du... Hier warst noch bei 20 Sekunden, aber... Robert, du hast einen Fehler gemacht! Du bist hier, du hast dich gleiten lassen! Ja. Das war sein Fehler! Oh mein Gott! Also, du bist dran! Ich hatte 30,87. Immer noch Führer. Aber es kommen noch die Mädels. Und auf die Plätze. Fertig, los! Stopp! 52,29. Chiara hatte 52,39. Auf die Plätze. Fertig. Los! Komm, Leute.
geiles Foto mit mehr viel Spaß. Eine Minute 1,04. Ja, also für Mila ist das nicht leicht. Schau mal, wie leicht die ist. So, meine Lieben, das war unsere Tauchchallenge. Cianovic ist also, der Sieger. Nee, das war um 3/10 hat er mich geschlagen und in mir hat es ein bisschen verkackt. Ja, ich hatte die Partei reinlassen. Aber ich auch, ich habe das Frühling gesucht. Okay, wir sagen tschüss. Lasst Daumen nach oben da. Ciao. Ah, wie?